Und ihr kennt mich, ich hole dann, wenn ich Standard-Showdown hole oder etwas Ähnliches, nicht nur eins, sondern meistens genau zwei Booster davon. Und deswegen schauen wir uns hier Ravnica Standard-Showdown mal an, was wir hier noch so drin haben. Gilt's auf Ravnica, um da zu sein. Ich sehe ein River Rebuke. 6 Mana Sorcery. Man bringt alle Nicht-Land-Permanenten, die ein Spieler deine Wahl kontrolliert, auf die Hand. Wir haben Commander bestimmt irgendwas. Remorseful Cleric Legacy. Ha. Jetzt haben wir da 2-1 fliegend und man kann ihn opfern, um alle Karten aus einem Friedhof von einem Spieler eurer Wahl zu exilen. Der Wahnsinn. Tatsächlich habe ich den lange Zeit lang bei mir im Legacy gespielt, im Death in Texas. Gegen Reanimator so stark, gegen Dredge so gut. Werde ich demnächst auch nochmal reinpacken, weil Dredge aktuell wieder ein bisschen größer wird. Vielleicht ist das schon wieder rum, bis das Video rauskommt. Aber deswegen werde ich den demnächst ein bisschen mehr spielen. Ein Mountain. Oh, oh, der ist nicht hässlich. Der ist nicht hässlich. Ich habe bisher aus den Dingern ja irgendwie nur Ebenen gezogen. Also eine Ebene. Und aus den anderen Standard-Showdown-Bussen ja auch so viele Ebenen. Aber ich glaube, hat der eine Macke? Hier? Ja, der hat eine Macke da. Krass. Ja. Und unsere Karte ist Walk the Plank. Wunderschönes Artwork. Und mit dem Oh, richtig cool. 2 schwarze Mana zerstört ihr nicht mehr vor Kreatur. Sorcery. Das ist ein geiles Artwork. Ich weiß nicht, ob das, ja, doch, da sehen wir uns gerade. So ein bisschen die Haie unten. Das ist ein cooles Artwork. Ja, auch hier, ich bin relativ zufrieden. Ich mag den Remorseful Cleric. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Mit diesem ganzen Booster. Wir sehen uns am nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.